Hallo und herzlich willkommen zum neuen Stuhltest des RH Mereo. Ein toller Bürostuhl, den du dir für dein Homeoffice oder auch das professionelle Büro gönnen darfst. Er hat viele Einstellmöglichkeiten, die dir erlauben, gesund und aktiv zu sitzen. Und die möchte ich dir jetzt kurz zeigen. Als erstes die Höheneinstellung. Jeder Arbeitsplatz sollte man zuerst in die Höhe einstellen und ihn persönlich an deinen Körper ausrichten. Das heißt, wir haben hier auf der rechten Seite der Sitzfläche drei Hebel, die wir einstellen können beim RH Mereo. Der vorderste Hebel ist, wie gesagt, die Höheneinstellung. Das heißt, passe den auf die entsprechende Höhe für mich an. Der mittlere Hebel ist, um die Sitztiefe einzustellen. Das heißt, ich bekomme mehr Sitzfläche, je nachdem, wie groß das jemand halt ist. Ich ziehe nach oben und kann die Sitzfläche entsprechend nach vorne ziehen. Dann habe ich den hintersten Hebel hier unten. Der ist für den Anpressdruck der Rückenlehne zuständig. Das heißt, ich versuche das jetzt mal zu demonstrieren, damit ihr das seht. Was passiert, wenn ich den ziehe? Voilà, die Rückenlehne kommt zu mir. Jetzt sitze ich gerade im Balance und weil der jetzt so steil nach vorne ist, drückt mich der Stuhl massiv nach vorne. Das ist mäßig bequem, deshalb solltet ihr den Anpressdruck so einstellen, dass es für euch optimal ist, dass ihr gerade sitzt, immer Kontakt habt mit der Rückenlehne und gerade arbeiten könnt. Ich könnte es durchaus noch ein bisschen nach hinten stellen. So ist es angenehm. Ich kann nach vorne, komme nach vorne beim Arbeiten, kann gemütlich zurücklehnen. Passt optimal. Super. Dann die nächste Funktion ist die Rückenlehneneinstellung. Die zeige ich so. Die ist hier zu finden. Da einfach den Hebel nach oben schieben und man kann die Rückenlehne in der Höhe einstellen. Gewisse Modelle haben auch noch eine Kopfstütze, die hier oben eingepflanzt ist. Die kann man einfach rasterweise nach oben ziehen bzw. wieder nach unten drücken. Sie ist im Winkel, in zwei Winkeln einstellbar, sowohl neigbar und dann nochmal neigbar. Einfach damit ihr das auch schon wisst. Dann haben wir auf der linken Sitzseite zwei weitere Funktionen. Es gibt ja gewisse Menschen, die nicht gerne in Balance sitzen. Jetzt bewege ich mich ja permanent und ich kann das unterbinden an der Position, wo ich gerne sitzen möchte. Zum Beispiel mit dem hinteren der beiden Rollhebel hier kann ich den einfach nach innen drücken, ganz nach innen drücken, bis ein Klick kommt und jetzt ist er fest. Er bewegt sich eigentlich nur noch minim. Wenn ich das wieder lösen möchte, ziehe ich den Hebel einfach raus, gebe kurz Gegendruck, meistens nach hinten und schon bewegt sich der Stuhl wieder. Das lässt sich auch hier vorne einstellen, wenn man lieber so sitzen möchte. Das beispielsweise als Lösung, wenn die Sitzfläche eine gewisse Neigung haben soll. Und die vordere Drehhebel ist dafür da, diesen Widerstand des Kippens einzustellen. Den könnt ihr einfach drehen, wenn ihr ihn nach vorne dreht, das heißt, ja, nach vorne, dann wird es leichter, dann wird dieser Widerstand extrem schnell leicht. Auch hier versucht, den so einzustellen, dass der Stuhl ohne großen Druck nach hinten geht, wenn ihr nach hinten lehnt. Aber es soll nicht so leicht sein, dass ihr gleich das Gefühl habt, vom Stuhl zu fallen oder vornüber rückwärts über zu kippen. Manchmal hat der Stuhl auch noch Armlehnen, die lassen sich in der Breite verstellen. Hier unten gibt es einen Hebel, den man lösen kann. Dann lassen sie sich einfach hineinschieben und auch wieder herausschieben und wieder befestigen. Auf der Außenseite der Armlehne ist ein Hebel, um die Höhe einzustellen für die Armlehne. Dann kann man die Armlehne vorne und nach hinten schieben und man kann sie auch noch drehen im Winkel, wenn man sie jetzt näher bei sich haben möchte. Das sind alle Funktionen, die ihr wissen müsst über den RH Mereo Bürodrehstuhl. Ein wirkliches tolles Gerät für jedes Büro, sehr modern im Design. Gibt es mit zwei verschiedenen Rückenformen, mit der schmalen und mit der hohen Rückenform. Das ist jetzt die hohe Rückenform und die breite. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Stuhl, stellt sie ganz einfach in die Kommentare. Ich bin gerne für euch da. Bis zum nächsten Mal.